Jo, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel YP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, wir sind immer noch auf der Suche. Nach Elise und Tipo und Elvin. Aber naja. Und in der letzten Folge haben wir nichts erreicht und das setzen wir in dieser Folge fort. Aber vorher Kampf! So mitten aus dem Nichts, obwohl es vollkommen auffällig war. Aua. Was war das denn? Einfach aufgestanden. Ey, was sollte das denn? So, ich möchte da durch. Ah, Ilbert, Ilbert, Roan. Aua. Geht er weg? Ich habe keinen Abwehrbrecher mehr. Aua. Mann, ich will mal sehen, was das hier bringt gegen so mehrere Gegner. Ob ich dann wirklich mehrere treffe auch? Nein, eben nicht. Da kommen wir ja wieder. Zack. Nicht getroffen, was bist du denn für ein Noob? Schön. Na schon wieder, ich habe Mila nicht gehört. Habe ich glaube ich im letzten Part angesprochen. Mila spricht verdammt leise. Entweder das oder undeutlich, aber zweites glaube ich einfach nicht. Oh, da geht's hoch. Und da auch. Irgendwo da sind. Ich habe ja eine Quest angenommen, dass wir hier Banditen vermöbeln sollen. Schon wieder. Und ja, die sollen im Norden hier sein. Und da ist der Labari-Kessel. Was? Gucken wir mal erstmal. Boah, wehe, du bist gleich nicht weg, wenn ich da wieder runter springe. So, Schatz. Schatz, 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 Schatz. Schatz, ich bin wieder da. Aber du bist nicht da. Bist du schon wieder mit Pedro ausgegangen? Da, da. So, zack. Jetzt habe ich euch alle kaputt. Und zack. Cerberus. Der Sturmblitz. Und dann sagen, warum nicht ein Cerberus-Schlag? Ja, aua, 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 aua. Ich bin ausgewichen, Mann. Sick. Always one step ahead. Aua. Ich bin da drin. Muss für nicht mit diesen Ausweichfähigkeiten nehmen. Mein Gott, wie viel Erfahrungspunkte bekommen die hin? Rezept Gericht. Boah. So, mach mal hier. Wo ich sollte ehrlich gesagt erstmal die billigen Sachen verscheuern, dann kann ich die nämlich schneller wieder kaufen. Was war denn eigentlich, wenn ich auf Auto drücke? Dann würde er. Ah, okay. Illusionsangriff. Seht ihr, dann würden die ja nur so Mist aufleveln. Ach, er war auch schon ein weiter, okay. Aber ich weiß nicht, dreifacher TP-Verbrauch, 30% mit TP-Verbrauch. Ich hole erstmal verdammt viel Intelligenz. Oder FP, genau. Weiß nicht. So, da rein will ich. Hallo. Schmankerl. Wer sind diese Punika-Flaschen, die voll die Imba-Heilfähigkeiten haben? Fällt gerade auf. Ich hoffe wirklich, Elise ist irgendwie hier oder Tipo.
Deswegen hoffe ich, wir bekommen die Dingengebiet hier wieder und nicht direkt im Labari-Kessel. Ich habe sogar richtig gesagt, yay! Boah, bin ich gut. Aber sieht nicht so aus, dass die da in diesem mittleren Berg sind oder was auch immer es sein soll. Einer. Ich muss in jedes Loch rein. Und hier ist nichts. Das ist schön zu wissen. Ja, gebe ich wieder raus. Nur neben nicht. Da ist ein Loch, war ich da drinne. Habe schon dieses Loch penetriert. Riesenmuschel. Von großen Löchern und Riesenmuscheln. Oh Gott. Ich glaube, hier war ich noch nicht drin. Mein Gott. 4000 Gold. 13.200. 44. Aber wenn du unbedingt willst, dann komm her. Blöd, Mann. Ja, ich will Leia die meiste Zeit steuern. Vielleicht will ich sie steuern, weil sie aussieht wie eine Katze. Ah, bleib hier. Verdammt. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, geh mal nach oben. Ja. Ja, ich habe den Weg nach oben gefunden. Schon die ganze Zeit gesucht. Wir sind nicht hier. Aber da sind Banditen. Oh. Umila ist im A. Nein. So, kommt her. Kommt ihr her. Na? Wie stark seid ihr denn? 7500 willst du mich eigentlich verarschen. So, erstmal mit kleinen Wichtige. Oh, oh, oh. Die kleinen Wichtige geben uns voll. Oh. 200. Hallo? Kann ich irgendjemand diesen Angriff hier? Ja. Hä? War halt nicht voll aufgeladen schon? Boah. Keine TP mehr. Atem. So, zack. Hat schon wieder nicht gekettet, egal. Bei denen haben wir irgendwie weniger Erfahrungspunkte bekommen als bei den Monstern in diesen. Ja, natürlich. Was sagst du denn dazu? Ja, finde ich auch. Ah. Für Verschwindung. Unter ihr. Bäh, folgt mir doch. So, ich schätze mal, wir müssen irgendwie da hoch. Nee. Da geht's. Da kann man auch irgendwie hoch, oder? Nur wie? Ah, da. Nee. Boah. Das sah irgendwie so aus. Da. Hi. Na, auch hier. Das sah irgendwie so aus. Boah. Ohne Brille. Wird bestimmt voll geil stehen. Und noch mehr Kronfedern. Von denen kriegen wir ganz schön viele hier. Was haben wir hier drin? Halt Ruhe. Wer platziert diese Truhen in diesen Löchern? Wer zieht hier so eine verdammte Truhe hier durch so einen Minigang, wo wir kaum durchpassen? Der muss doch voll nervig sein. So, aber hier ist ein besonderer Schatz, oder? Nein. Du mich auch. Echt nicht? Okay. Tschüss. Boah. Wie sie mich immer wollen. Und da ist ein Shop. Und ein Speicherpunkt. Zack, zack, zack. Aua. Boah. Ey, ich verkloppte in der Luft, dann kommt jemand von der Seite direkt in ihre Fresse reingeflogen. Oh, oh.
Aua, aua, aua. Hilf mir doch mal einer. Habe ich nicht. Na ja, mein Gott. Ach so, ja, wenn er zwei Dingern auf einem hintereinander macht, dann wenn die schneller eingesetzt. Ja, wenn die abgebrochen werden, hat er ja auch so einige Fähigkeiten, oder? Aua. Kann hier niemand. Boah, na warte. Kann ich auch, ja. Ja, genau. Boah. Nur um Trollen. So. Hi. Eigentlich will ich nur erweitern, falls das geht. Erweitern wir den Mist auf. So, Bestien, ich habe viele Federn bekommen. Federn. Unter was zählt das? Unter Kräutern, genau. Rundgewand, runden Panzer. Mächtiger Schutz. Mächtig, mächtig. Was? Nein. Ein. Ich weiß gar nicht, warum ich immer fünf von irgendwelchen Dingern hier aufbewahre. Ja, hier. Weil es ist äußerst unwahrscheinlich, dass ich irgendwann einige Quest-Sachen brauche. Aber man hat ja gesehen, diese Elefantenrüssel, Elefantenstoßstäne, die braucht man ja auch. Also, irgendwann braucht man die. Okay, Insektenschlund. Muss mal gucken, wer hat schon wieder hier überfällig schwere Anker. Boah. Also ich werde immer hier wahrscheinlich. Wisst ihr was? Wir gehen mal nach. Ach du meine Güte, wo war das denn nochmal? Ach nee, ich kann mich ja nicht hin teleportieren. Oder? Nee, Kacke. Na, oder gehen wir weiter zum Labarikessel. Was wird denn so gebrodelt hier? Oh. This place looks different from the rest of the hunting grounds. Ich erinnere mich irgendwie an ein Gebiet aus Tales of Symphonia 2. Keine Sorge, wir haben eine Spürkatze. Sind wir das nicht immer? Das sieht schon mal sehr einladend hier aus. Da sehe ich schon einen Rashogul-Soldaten. Hat sich der Sack gerade bewegt? Suche Alvin und Elise. Elise muss an erster Stelle stehen, nicht Alvin. Damit eins klar ist. So, können wir uns jetzt hier teleportieren? Zugang zum Labarikessel. Kann ich mich hier auch nicht. Kann ich mich nicht direkt zum. Ja, ich kann mich hier interpretieren. Wo lande ich dann? Ich lande am Eingang, oder? Ich lande am Eingang. Okay. Dann würde ich sagen, im nächsten Part geben wir die Quest ab von dem Typen am Anfang. Und ja. Dann können wir nochmal jetzt zurück. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Tales of Xillia. Tschüss!